Ja, zunächst mal auch von mir einen wunderschönen guten Abend hier aus München. Begrüße alle Teilnehmer und bedanke mich wie immer beim Christian Weiß für die Möglichkeit, hier Montagabend diesen Wochenausblick zu gestalten. Wir sind heute wieder zu zweit für Sie da. Links meine Wenigkeit und in der Mitte der Tristan Budach, der dann die Markttechnik hier wieder vorbereitet hat, heute im Spezial deutsche Aktien wieder. Der Stefan Friedrichowski ist diese Woche nicht dabei, wird aber bei FX Flat am Stand auf der World of Trading zu finden sein, die ja jetzt langsam auch so ein bisschen in den Fokus gerät. Von daher, wer den Stefan gerne kennenlernen möchte oder mich natürlich persönlich kennenlernen möchte, der ist da gerne eingeladen, mal am Messestand vorbeizukommen. Wir freuen uns auf die World of Trading. Ist ja doch die größte Trading-Messe. Und ja, schauen mal, wie sich so die Broker und Anbieter im Bereich Trading darstellen. Man kann da immer so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie es der Branche so geht, wie groß die Messestände sind, wie viele Anbieter da sind, wie reißerisch die Angebote sind. Von daher freuen wir uns da natürlich auf diese Messe. Ansonsten heute Abend wieder der Plan, wie immer, kurzer Blick auf die fundamentalen Termine für die kommende Handelswoche. Dementsprechend auch wieder der Blick auf die größten Indizes, also auf die Trading Matrix und dementsprechend dann mit dem Tristan Budach, unserem Markttechniker, der Blick hier auf deutsche Aktien, wie gesagt im Spezial DAX 30. Fragen und Wunschanalysen sind wie immer willkommen. Ich habe da auch diese Woche schon mal via YouTube auf eine Frage eines Teilnehmers hier vom Wochenausblick im Video geantwortet. Das heißt, wer hier uns eine E-Mail zukommen lässt, der kann sich auch hundertprozentig sicher sein, dass er hier eine Antwort bekommt. Okay, dann freue ich mich, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, wenn Fragen sind, stellt sie ein. Ansonsten lade ich nochmal alle Teilnehmer ein, hier für unser Trading-Wochenende in München bzw. im Livestream teilzunehmen. Hier ein Programm mit Partnern zusammen, relativ stark, meiner Meinung nach, 7 Referenten, 10 Vorträge, 5 profitable, nachweisliche Handelsstrategien, Weinprobe zusammen und so weiter und so fort. Wer also Lust hat, schaut bitte mal bei uns vorbei auf tradingstars.de und vergesst bitte auch hier den Newsletter nicht. Ansonsten, was steht diese Woche noch so an? Donnerstags-Webinar mit dem Stefan, wie immer, und dann, wie gesagt, auch schon hier der zweite Teil markttechnische Theorie mit dem Tristan nächste Woche Donnerstag und dann sehen wir uns am Freitag und am Samstag hier auf der World of Trading am Stand von FX Flat. Freitag 13 Uhr mit einem Vortrag von Stefan und Samstag sind wir beide vor Ort. Okay, dann wollen wir auf die aktuelle Situation schauen. Wirtschaftsdaten sind relativ flach diese Woche. Es kommen zwar sehr viele Unternehmensdaten, aber was uns so global interessiert, ist lediglich der Freitag. 8 Uhr Bruttoinlandsprodukt Q3, erste Veröffentlichung für Deutschland, ganz wichtig, und dann auch für die EWU um 11 Uhr. Hier also am Freitag im Grunde genommen der einzige übergreifend wichtige fundamentale Termin für die kommende Handelswoche. Das ist wunderbar für uns Techniker, weil dann einfach die technische Analyse in die erste Reihe tritt, wenig gestört wird von den Zentralbanken. Die sind ja jetzt so weit positioniert. Federal Reserve geht so ein bisschen Richtung Zinserhöhung, starker US-Arbeitsmarktbericht gewesen und dementsprechend hier die Karten erstmal relativ klar auf dem Tisch. Das ist wunderbar. Freitag ein bisschen wohler, um die Bips zu erwarten im Eurostoxx und im DAX. Ansonsten haben wir eine störungsfreie Woche und freuen uns natürlich auch auf diese Woche dementsprechend. Schau mal kurz auf die Trading Matrix hier, die auch ein wunderschönes Bild abgibt. Wer die einsehen möchte unter der Woche, der geht auf tradingstars.de Markttechnik rechts oben und findet dann hier diese Matrix. Und das Schöne ist, wie gesagt, im Moment wirklich, dass wir ein wunderbares Umfeld haben. Wir haben sowohl saisonal gesehen im November einen starken Lauf, wenn wir da auch noch mal ganz kurz reingucken, sowohl in den Aktienmärkten als auch im Gold, im Euro, S-Dollar und so weiter, ist der November ein relativ momentumstarker Monat. Wir sehen, im DAX geht das im Grunde genommen sehr, sehr bullisch nach oben. Der Dezember ist noch etwas besser, saisonal gesehen, aber beispielsweise auch im Gold haben wir eine bullische Saisonalität zum Jahresende, das heißt, eine bärische Saisonalität. Das heißt, es gibt auf jeden Fall mal Bewegung im Markt und das ist doch wunderbar. Danach suchen wir natürlich auch.
Gut, schauen wir uns mit diesem Wissen erstmal die aktuellen Positionen an. Wir haben hier zusammen in unserem Wochenausblick, in dem allerersten, ist jetzt schon 3 oder 4 Wochen her, eine Short-Position eröffnet im britischen Pfund gegen den US-Dollar, im sogenannten Gable. Wir sind hier Short gegangen aus einer ganz einfachen Annahme heraus, nämlich einer Trendfortsetzung in die übergeordnete Richtung. Diese Position ist weiterhin aktiv und ist jetzt auch schon in einen relativ schönen Gewinn reingelaufen. Das heißt, hier könnte man jetzt überlegen, den Stop-Loss, ich habe es hier schon gemacht, an das nächste markttechnische Verlaufshoch nachzuziehen, oder was man jetzt sogar machen könnte, da die Position wirklich weit im Gewinn ist und ich eigentlich hier keinen Ausstopper mehr sehen möchte. Man könnte diesen Stop-Loss auch jetzt nachziehen, und zwar auf den Einstand beziehungsweise ganz leicht in den Gewinn. Ich sage immer Einstand plus Kosten des Brokers. Dementsprechend würde ich also hier, wie gesagt, diese Position jetzt mal so langsam absichern. Take Profit ist noch etwas entfernt. Wir wollen, dass das Ding hier runter an das Verlaufstief fällt. Wie gesagt, wer das mithandelt, Stop-Loss nachziehen ist möglich. Schauen wir uns dieses Chartbild nochmal etwas genauer an. Britisches Pfund gegen den US-Dollar. Beginnen tun wir in der Regel in einem langfristigen Chartbild. Das heißt, wir schauen uns hier den Wochenchart an, 2 bis 3 Jahre Historie, und schauen, wie fließt Kapital innerhalb dieses Währungspärchens. Wir sehen, wir haben einen intakten Abwärtstrend, sowohl aus Sicht der Charttechnik als auch der Markttechnik. Wir haben einen starken Abwärtsimpuls und haben dann eine Korrektur gesehen, die ging sehr genau bis zum 50% Fibonacci-Retracement. Dann gab es eine SKS-Formation feinster Güte, die Aktivierung mit dem Durchbruch durch die Nackenlinie und jetzt auch, wie gesagt, hier einen jungen, jetzt schon im Wochenchart ersichtlichen Abwärtstrend. Den haben wir gehandelt, das haben wir sehr sauber gemacht. Dementsprechend dürfen wir aber hier weiter fallende Kurse einplanen. Wie gesagt, wir haben hier das Tief bei 1,4566 ungefähr. Da sollte diese Währung jetzt auch hinfallen, denn es geht alles so auf, wie wir das hier durchaus geplant hatten. Über so einen Trade kann man sich freuen. Man sollte den hier nicht zu früh zumachen. Wie gesagt, es ist zwar schön, dieser Buchgewinn, der jetzt angelaufen ist, aber wenn wir mal reingucken, wir haben jetzt rund 200 Euro. Bis hier runter sind das rund 600 Euro Gewinn. Von daher einfach hier ein bisschen Nerven bewahren und das Ganze nicht anfassen, beziehungsweise maximal eben den Stop-Loss ein bisschen nachziehen. Ja, ansonsten ist dann der nächste Blick immer in den Tageschart rein. Da kam ja auch unser Einstiegssignal her. Das heißt, im Wochenchart schaut man an, welche Richtung könnte man traden, und im Tageschart sucht man sich dann hier den Einstieg. Und den haben wir auch sehr schön gefunden. Hier nochmal die SKS-Formation mit ihrer Aktivierung, dem Durchbruch durch die Nackenlinie, dann einen jungen markttechnischen Abwärtstrend, der sich hier wunderbar fortgesetzt hat. Und wir hatten letzte Woche die Frage von einem Teilnehmer hier. Da war der Chart hier oben an der EMA 200er Linie. So, ich hoffe, ich bin noch zu hören. Jetzt war gerade mal der Bildschirm schwarz. Da war der Chart hier oben an dieser 200er Linie letzte Woche angekommen und es sah tatsächlich so aus, als ob der noch oben durch will. Und auch das ist wiederum ein Zeichen, hier nicht nervös zu werden. Wir arbeiten in einem Tageschart und alles, was in einem Tageschart passiert, beziehungsweise relevant ist, basiert auf einem Tagesschlusskurs einer Tageskerze. Das heißt, immer erst, wenn eine solche Kerze beendet ist, dürfen wir diese bewerten in dieser Zeiteinheit. Und dementsprechend habe ich auch letzte Woche nochmal gesagt, am Montag, auf die Frage, wie es denn jetzt aussieht, ob man jetzt hier ein bullisches Chartbild sehen könnte. Nein, wir sind unter der 200-Tage-Linie, wir sind in einem Abwärtstrendkanal, wir sind auf allen Zeitebenen Short eingestellt. Dementsprechend hat sich das hier wunderbar fortgesetzt. Wir sind jetzt im Bereich hier 1,49 bzw. 1,50 bei einer Horizontalunterstützung. Diese könnte einen Erholungsschwung bringen und dann eben den finalen Stoß nach unten. Wer noch nicht investiert ist, der kann natürlich überlegen, hier reinzugehen. Relativ einfaches Vorgehen. Wer also jetzt hier diesen Erholungsschwung nutzen möchte, der legt einfach ein Fibonacci-Retracement über die letzte Swing-Bewegung, über das letzte Trendfraktal, 0% unten, 100% oben. Und dann kann man hier in dieses Bewegungsmuster hinein eine sogenannte Dreierstaffel Shorts reinlegen. Das heißt, eine Drittelposition am 38er, Drittel am 50er,
Drittel am 61,8er, Stop-Loss dann über die 1,55 legen. Da ist man über der 200-Tage-Linie, über der Trendlinie, über dem Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil und über dem letzten markttechnischen Verlaufshoch. Das heißt, hier macht auch ein Einstieg, wer das verpasst hat, der kann hier sozusagen, Tristan sagt gerade, ich kann jetzt das Fragezeichen entfernen, das stimmt. Das sind jetzt sozusagen bestätigte Punkte hier. Dementsprechend also sinniger Stop-Loss, sinniger Einstieg und sinnig das Ganze in der Trendfortsetzung zu handeln. Das war unser Trade im britischen Pfund US-Dollar. Und wie gesagt, es ist eben wunderbar, der hier war das jetzt, wie eben auch die anderen Hauptmärkte gerade zum Traden einladen. Im Grunde genommen sind sie alle möglich, bis auf den Euro gegen den japanischen Yen. Schauen wir uns mal durch die nächsten Pärchen durch. Beziehungsweise schauen wir einfach erstmal auf den DAX, wie wir es hier immer machen an dieser Stelle. Erster Blick auf den Kursindex. Kursindex, langfristiges Chartbild, Wochenchart. Kursindex bedeutet DAX ohne die Gewinnausschüttung, ohne die Dividenden, also ein deutlich ehrlicherer Index zur Analyse, empfehle ich diesen langfristig. Und wir sehen auch, und wer es im Wochenausblick von mir gelesen hat, der weiß auch Bescheid, wir sind am 50% Fibonacci-Retracement dieser Abwärtsbewegung angekommen. Das ist also ein klassischer technischer finanzmathematischer Widerstand. Dementsprechend haben wir im Wochenausblick gesagt, dass es innerhalb der aktuellen Woche hier zur Volatilität, zur Schwankung, zur Gewinnmitnahmen kommen wird. Das ist jetzt auch der Fall, heißt aber nicht, dass der DAX jetzt wieder nach unten geht, sondern einfach nur, wir haben einen Widerstand im Markt, den nimmt der Markt auch wahr. Der braucht jetzt eine Zeit lang, bis er aus dem Preisbereich rausgenommen wird und dann kann das Ding hier wieder Richtung 5705 durchstarten. Also langfristiges Chartbild über dem EMA 200, über dem Haupteffizienzlevel, ein Aufwärtstrend, der eben in der Korrektur war, jetzt vielleicht die Korrektur beendet hat und die Jahresendrallye hier durchaus die Möglichkeit hat, hier weiter durchzustarten. So, da sehe ich Thomas wieder im Chat. Thomas war nämlich letzte Woche auch derjenige mit dem britischen Pfund gegen den US-Dollar. Schön, dass du wieder da bist, Thomas. Ist das heute der Beginn des Pullbacks auf die 10.500 im DAX? Genau. Was haben wir letzte Woche gesagt für den DAX? Wir haben gesagt, naja, es gibt hier interessante Trading-Möglichkeiten. Nämlich einmal ein direktes Durchstarten. Okay, das kann passieren, dann hat man halt Pech, wenn man nicht drin ist. Oder der Rücksetzer hier auf die 10.500 Punkte. Beide Möglichkeiten sind interessant. Diese Möglichkeit hier ist durchaus da, kann auch die Woche noch kommen, aber wie gesagt, das Problem ist, man kommt hier nicht so schön rein, weil die Bewegung ist weit gelaufen und wo soll ich denn bitte hier einen Stop-Loss hinsetzen? Im DAX-Tageschart sieht es so aus. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten, wir sind über der 200-Tage-Linie, wir sind in einem Aufwärtstrend, auch aus Sicht des Tagescharts ist wieder, weil wir haben hier unten ein doppeltes Tief ausgebildet, eine zweifache Unterstützung gefunden, sind von dort aus dynamisch nach oben gestartet mit Hilfe der EZB und sind jetzt eben weit in die Progressionsbewegung übergegangen. Das heißt, eigentlich wäre eine Korrektur, eine Erholung hier wünschenswert. Und das bringt uns eben zu unserem Szenario, das Thomas gerade aus der letzten Woche hier wieder an bietet einen Kursrücksetzer. Und da wäre jetzt eben die Frage, wo kann der hingehen, wo macht es denn überhaupt Sinn, diesen zu kaufen? Warum 10.500 Punkte grün eingezeichnet? Erstens, wir haben eine horizontale Unterstützung. Mit diesem Verlaufshoch, bitte denkt dran, nehmt niemals die Kerzendochte oder Lunden, nehmt immer hier die Kerzenkörper. Tagesschlusskurse sind ganz, ganz wichtig, beziehungsweise Öffnungsoptionen. Hier ist also der Schluss, beziehungsweise hier ist dieser horizontale Unterstützungsbereich. Und zudem ist das der Schluss einer Kurslücke. Wir sehen also hier ein Gap zwischen dieser Eröffnung und diesem Schlusskurs. Und wir wissen aus der Statistik heraus, dass zwar nicht alle Kurslücken geschlossen werden, aber doch die Mehrheit der Kurslücken geschlossen wird. Das heißt, das Szenario eines Rücksetzers auf 10,5 und dann eben den nächsten Startschuss wäre durchaus denkbar. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Saisonalitäten im DAX. November. Wir sind im November, also sollten wir uns auch mal den DAX im November näher angucken. Mai, Juni, September, Oktober, November. Es ist so, im November haben wir im ersten Drittel einen Kursanstieg, im zweiten Drittel eine Korrektur
Und dann im letzten Teil des Novembers erst wieder einen Anstieg, der dann tatsächlich auch zu einer positiven Monatsperformance kommt. Der Dezember ist dann durchweg deutlich bullischer. Das heißt, wir können hier im letzten Novemberdrittel davon ausgehen, dass der DAX in den letzten 10 Jahren im Schnitt zwischen 1 bis 2% angestiegen ist. Und das kommt auch durchaus ganz gut hin. Wir sind nämlich jetzt im ersten Drittel fast durch. Gehen jetzt ins zweite Drittel rein. Dementsprechend kann es also tatsächlich sein, dass wir jetzt ein bisschen schwächer werden, auch aus Sicht der Saisonalitäten durchaus also begründet das Ganze. Und dementsprechend sehen wir ja auch heute im US-Aktienmarkt Verkäufe, also schlechte Vorgaben. Es könnte also runtergehen. 10.500 Punkte, also eine gute Unterstützungszone. Was hier nicht so schön reinpasst, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ist Fibonacci. Wenn wir mal vom Hoch bis zum letzten Verlaufstief das Ganze messen, sehen wir, das 38er Fibo liegt etwas unter der 10.500-Punkte-Marke. Das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt auf einen Fibonacci-Cluster hoffen. Wir haben aber zwei Gründe, hier einzusteigen. Zudem ist eben auch dieses Bündel aus gleitenden Durchschnitten in diesem Kursbereich zu finden. Ich habe bei 10.500 Punkten übrigens eine Kauforder platziert, die hier im Markt liegt bei Limit und ein Stop-Loss eben hier, wo liegt der bei 10.292, Entschuldigung, das ist aber hier der Future. Das heißt, wir haben diesen Stop-Loss einfach mal hier in die Prärie gelegt, weil auch aus Sicht des Marktprofils sollte der Kurs eigentlich nicht hier nachhaltig in diese ineffiziente Zone eintauchen. Das macht also wenig Sinn. Das heißt, wenn die Jahresendrallye kommt, muss sie dann ja auch zügig starten. Dementsprechend will ich keine Kurse weit unter 10.500 sehen. Möglichkeit wäre hier einen prozentualen Stop-Loss einfach zu berechnen, weil man ansonsten leider hier gerade gar nicht so viel hat, beziehungsweise sich hier wenig anbietet. Ja, so viel für den DAX. Ziel bleibt die Marke von 11.400 bzw. 11.500 Punkten. Das ist das Haupteffizienzlevel, sogenannte Point of Control aus dem Marktprofil. Hier sollte also das Ziel liegen für die Jahresendrallye zunächst mal, bis dann die nächste Erholung ansteht. Dementsprechend also ein Trade, der zwar schön ist, schöner wäre es, wenn man schon drin ist und das Ding schon abgesichert hat, aber ich sage es ehrlich, es ist nicht der beste Trade, weil einfach das Chance-Risiko-Verhältnis hier nicht ganz so viel hergibt. Dennoch aber der DAX auf jeden Fall handelbar. Schau mal auf den US-Aktienmarkt, weil ich es gerade schon angesprochen habe, auf den S&P 500. Zunächst mal US-Leitindex. Hier die Situation, dass wir heute zurückfallen bis an die Volumenunterstützung bei 2072 Punkten jetzt ganz genau. Weiter runter sollte der Kurs nicht fallen. Warum? Der Markt wird ineffizient. Also sollte hier eigentlich nichts zu suchen haben und dementsprechend auch hier maximal wirklich bis zu diesen horizontalen Supportzonen ranfallen. Da kommen die gleitenden Durchschnitte. Das heißt, der US-Aktienmarkt hat etwas Abwärtspotenzial, aber eigentlich kein nachhaltiges, denn eigentlich sollte er in diese Zone hier überhaupt nicht mehr eintauchen. Ihn sollte das nicht interessieren, was hier passiert, weil ihn das in der Vergangenheit in der Regel auch nicht so wirklich interessiert hat, was hier los war. Der Markt war zunehmendst ineffizient. Schauen wir mal kurz auf den Dow. Sieht im Endeffekt ähnlich aus hier das Bild natürlich. Auch hier nochmal der Blick aufs Marktprofil. Es wird hier zwar noch etwas Platz nach unten sein, aber hier in diese Zone rein sollten die US-Aktienmärkte nicht eintauchen. Es soll also eigentlich hier 2, 3 Tage Korrektur und dann sollte das Ding durch sein und dann sehe ich den DAX nämlich auch bei 10.500 Punkten. Ja, auch die US-Aktienmärkte also bullisch. Schauen wir mal, ob wir interessantere Trades finden, die eine höhere Güte haben. Euro. US-Dollar ist ja immer sehr interessant für viele. Auch hier der Blick zunächst mal auf den langfristigen Chart. Monat ist jetzt erstmal zu langfristig, haben wir letzte Woche besprochen. Schauen wir die Woche an. Woche, Impuls nach unten, Korrektur nach oben und dann hier einen Keil ausgebildet. Der Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis war auch da und jetzt sind wir dann auch letzte Woche unter das Tief bei 1,0829 gefallen. Das ist also eine wichtige Unterstützung gewesen. Dementsprechend ist das Ziel jetzt die 1,047 Euro. US-Dollar also wieder deutlich angeschlagen. Trendkonformität in allen Zeiteinheiten. Und das war unser Plan aus der letzten Woche für den Euro-US-Dollar. Erholung
und durchschlagen hier durch die 1,0825 im Tageschart. Dementsprechend jetzt alles super gut gelaufen. Ziel ist noch offen und die Positionen Euro-US-Dollar würde ich auch hier erstmal weiter offen lassen. Das heißt hier auch den Take-Profit erstmal nicht verändern. Stop-Loss ist bei mir nachgezogen hier leicht in den Gewinn an das letzte Tief hier. Ich zoome mal ein bisschen ran hier. Tageschart, einfach weil ich auch diese Position nicht mehr unbedingt verlieren möchte. Wer einsteigen will, der kann einen Rücksetzer an die 1,0825 traden. Heißt auf Deutsch, ich zeichne das mal ganz kurz ein, auch wenn es einen Moment dauert. Hier an die 1,0825 wieder ranzulaufen, wäre für den Euro-US-Dollar also durchaus eine ausreichende Korrektur, weil man immer sagt, die Märkte suchen in der Regel diese Ausbruchsniveaus nochmal. Wenn er also jetzt morgen übermorgen an die 1,0825 ranläuft, könnte man hier nochmal nachschorten. Problem ist, der Stop-Loss wieder, ehrlich gesagt, dann, wenn man nicht drin war in der Position, wenn man es letzte Woche verpasst hat, dann müsste man ihn jetzt theoretisch hier hochlegen und dann sieht der gleich Chance-Risiko-Verhältnis nicht so gut. Also für alle, die investiert sind, investiert bleiben an dieser Stelle und für alle, die nach Trades suchen, eventuell dann abwarten, tiefere Zeiteinheiten vielleicht wählen. Das kann natürlich auch immer noch mal der Möglichkeit bringen dann. Wir sehen auch im Euro-US-Dollar-Stundenchart natürlich einen schönen Trendverlauf, immer wieder Dynamik drin. Was man noch machen kann übrigens, das habe ich euch vielleicht an dieser Stelle noch nicht erzählt. Immer wenn ihr eine große Kerze seht, die deutlich größer ist als alle anderen in der Betrachtungszeit, dann nennt man das eine Impulskerze. Und immer dann, wenn der Kurs zu einem sogenannten Impuls Open zurückkehrt, 1,1065, ich zeichne das Open mal kurz ein, sind natürlich meistens irgendwelche Zentralbank-Sachen. Immer wenn eine solche impulsive Kerze korrigiert wird an das Open heran, dann kann man wieder in die Richtung der Kerze traden, weil man sagt, das ist ein Fußabdruck, das ist eine Richtungsentscheidung gewesen. Wenn diese korrigiert wird, dann geht es meistens auch nochmal in diese Richtung. Das heißt, immer wenn man im Euro, US-Dollar oder anderen Währungen Impulskerzen sieht, 1,0871, ich rechne auch die nochmal ein, dann 1,0871, war das das? Ja, ungefähr. Dann kann man hier wieder short gehen. Das heißt, hier immer Impulskerzen traden macht im Stundenchart Sinn. Kann man vielleicht hier, wenn man Zeit hat, ein bisschen Freude dran finden. Macht übrigens auch statistisch Sinn, diese Impulskerzen zu traden. Also Euro, US-Dollar. Schön, wenn man drin ist. Nicht so schön, wenn man rein will. Austral-Dollar, US-Dollar. Schauen wir uns den mal an. So, hier oben sind wir. Wochenchart ist natürlich wunderbar abwärts gerichtet, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und der Tageschart, der hat hier mal so eine kleine dreiwellige ABC-Korrektur hingelegt, ist aus dem Trendkanal ausgebrochen, hat hier so einen kleinen Fake über dieses letzte Hoch gemacht, fällt jetzt aber wieder in die trendkonforme Richtung. Das heißt, wir könnten hier natürlich auch von einem Short-Kandidaten ausgehen, wer Interesse hat. Aber auch hier das Problem, schaut es euch an, wir haben hier bald wieder eine horizontale Unterstützung. Das heißt, auch hier müsst ihr runter in den Stundenchart gehen, um das Ding durchzuhandeln. Dementsprechend, ja, für die Berufstätigen leider nicht die perfekte Währung im Moment auch. Mal, vielleicht finden wir noch was Schönes. US-Dollar, japanische Yen. Mal hier rein, Wochenchart, kurzer Blick drauf, wie sieht's aus, ja klar, Aufwärtstrend ist auf jeden Fall da, das ist, denke ich, keine Diskussion wert, nur mal in den Tageschart rein, auch hier wunderbarer Aufwärtstrend wieder über die gleitenden Durchschnitte gestiegen, wir sehen eine Trendbewegung, hier sehe ich gleich natürlich die Möglichkeit im Tages- bzw. besser im Stundenchart zu agieren auf der Long-Seite. Schauen wir es uns an. Tageschart ist vielleicht hier so das Fitzelchen etwas zu klein, das ich sehen möchte. Nämlich im Stundenchart sehe ich es etwas schöner. Ich möchte hier mit Fibonacci arbeiten. Und zwar warum? Wir haben hier einen Aufwärtstrend im Stundenchart, wunderbar erkennbar. Und wir sehen, dass eben hier aus einer Seitwärtsphase heraus wieder ein Impuls da war. Und diesen Impuls kann man natürlich wunderbar vermessen, 0% oben, 100% im Impuls tief. Und dann kann man auch hier wieder an diesen Fibonacci-Leveln
einsteigen und eine Long-Position aufbauen. Stop-Loss dann unter die 120,25 legen und dann eben hier in die übergeordneten Zeiteinheiten nach oben traden. Peter fragt, trifft diese Aussage zu den Kerzen auch auf Aktien zu? Ich weiß, was du meinst, Peter. Lass es mich ganz kurz erklären. Schauen wir uns eine Aktie an. Schauen wir uns die Allianz-Aktie an. Und zwar in einem Intraday-Chart. Ich habe vorhin eine Aussage getroffen, dass ihr Widerstände und Unterstützungen bitte nicht an den Lunden abmessen dürft, sondern an den Kerzenkörpern. Also schauen wir uns das nochmal an. Hier wäre ja unten am Tief eine klassische Unterstützung aus der Charttechnik heraus. Ich sage, wir legen die Unterstützung nicht am Tief an bei 131,05, sondern wir legen die Unterstützung am Kerzenkörper an. Das wäre hier der Öffnungskurs 135,25. Entschuldigung, der Schlusskurs 133,70. So. Warum mache ich das Ganze? Und zwar, das ist ein Tageschart. Diese Tageskerze gibt uns den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefskurs und den Schlusskurs. Schauen wir in einen Handelstag rein, was in der Allianz-Aktie passiert. Und wir sehen, dass relativ viel passiert. Das ist erstmal klar. Aber die wichtigsten Kurse, machen wir jetzt nur in einem kurzen Exkurs hier das Ganze, sind niemals diese Übertreibungen, diese Lunden, sondern sind immer die Kurse, die hier heute den Schlusskurs angeben oder den Eröffnungskurs. Das heißt, diese Kurse sieht man in dem Intraday-Chart gar nicht, weil das Optionen sind. Das heißt, hier wird nur noch ein Preis festgestellt und wir sehen einfach das nur noch als Pünktchen. Wenn ich mir jetzt aber das Volumen unten einblenden lasse, dann weiß ich auch gleich, dass unter Tage das, was passiert, eigentlich gar nicht interessant ist. Wir sehen also hier teilweise zu diesen Übertreibungen, wird überhaupt kein Umsatz getätigt. Das heißt, diese Kurse sind überhaupt nicht validiert. Die einzigen, die validiert sind, sind Eröffnungskurse und Schlusskurse, weil einfach dort Auktionen stattfinden etc. Und da eben nicht gefaked werden kann, keine Nachrichten Einfluss nehmen können und so weiter und so fort. Das heißt, immer auf die Kerzenkörper schauen, dann hat man die wichtigen Kurse und nicht das, was untertags hier passiert. Jetzt hat mir Peter aber geschrieben, er meint die Impulskerzen. Auch dazu können wir uns das mal kurz anschauen. Impulskerzen sind also immer Kerzen, die auftreten und besonders groß sind. Fällt mir jetzt in der Allianz-Aktie ehrlich gesagt hier nur eine auf, und zwar das ist diese rote Abwärtskerze, die ist relativ groß. Open-Kurs bei 92,80. Sehen also, Handel, 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 ganz normaler Handel, ganz normale Tageskerze und dann kommt hier Impulskerze. Eine besonders große, auffällige Kerze. Und als der Kurs wieder am Impuls Open war, gab es tatsächlich wieder eine Reaktion nach unten. Das kann Zufall sein, das ist klar. Aber was passiert bei einer großen Kerze? Es ist naturgemäß Ziel großer Akteure am Aktienmarkt, zu verbergen, was sie vorhaben, weil das ansonsten sehr schnell ausgenutzt wird vom restlichen Markt. Das heißt, man versucht, Positionen in kleinen Stückelungen aufzubauen, zu den Auktionen aufzubauen und versucht, den Kurs mit seiner eigenen Positionierung so wenig wie möglich zu verändern. Manchmal lässt es sich nicht verbergen, wenn viele oder große Teilnehmer auf einmal den Kurs bewegen. Das heißt, es kann auch hier wieder eine fundamentale Nachricht sein. In der Masse ist also das ein Fußabdruck in diesem Wirrwarr von möglicherweise zufälligen Handelstagen, der uns zeigt, wo der Markt hier an dieser Stelle hin wollte. Nachhaltiger Absacker. Korrektur nach oben, Absacker. Das heißt, hier ist das als klassischen Widerstand zu werten, wenn ich eine wunderbare große Kerze sehe. Wir können uns mal ein paar Aktien anschauen, wie ob man da vielleicht eine Regelmäßigkeit erkennen kann. Ehrlich gesagt, achte ich da nicht so sehr auf die Impulskerzen, weil sie im Aktienmarkt sehr, sehr selten auftreten, weil hier eher Gaps entstehen durch die Nachrichten, weil die Nachrichten natürlich meistens vorbörslich kommen und dementsprechend hier Commerzbank-Aktie jetzt
Das ist jetzt ein 5-Tages-Chart, das ist vielleicht ein bisschen blöd gewählt. Schauen wir mal. Also richtig auffällig ist da jetzt im Grunde genommen gar nichts. Hier gibt es immer mal eine größere Kerze, aber keine wirkliche sogenannte Impulskerze. Schauen wir uns die Deutsche Bank nochmal an. Das heißt einfach mal, ja genau, es gibt dann eher Gaps als eben Impulskerzen, weil eben am Aktienmarkt der Markt auch nicht 24 Stunden offen ist. Dagegen, wenn ihr im Euro-US-Dollar euch das jetzt anschauen würdet, wäre es eben hier öfter zu beobachten, dass man eine solche Impulskerze finden kann. Im Tageschart ist es jetzt auch gar nicht so auffällig hier. Im Stundenchart dann schon interessanter, das Ganze. Ja, aber danke für die Frage trotzdem, Peter. Einfach mal den Basiswert nehmen, den man gerne handelt, und einfach mal die Historie zurückgucken, ob es Sinn macht, solche Impulskerzen zu beobachten oder ob es weniger Sinn macht. Ist ja Grundannahme technischer Analyse, dass das, was in der Vergangenheit sich als häufig auftretend erwiesen hat, auch in der Zukunft relativ hohe Wahrscheinlichkeit wieder passiert. US-Dollar, japanischer Yen war also relativ interessant. US-Dollar, kanadischer Dollar, schauen wir uns auch den nochmal an. Wäre jetzt hier der nächste, den ich auf dem Schirm habe. Ganz interessantes Chartbild im langfristigen Bereich. Wochenchart wollte ich haben. Das ist jetzt leider der Tageschart. Gespeichert, aber macht nichts. Aufwärtstrend ist völlig intakt. Das heißt, wir können also hier durchaus nach vorne traden, nach oben traden, müssen uns da gar keine Sorgen machen bei Long-Positionen. Wie schaut es aus im Daily-Bereich? Wir sind in einem Aufwärtstrend, 1, 2, 3, nach oben gegangen, haben jetzt wieder eine Korrektur gesehen, bis zu einem 38er Fibonacci-Retracement und gehen jetzt wieder nach oben. Und wir haben auch hier schon wieder so einen kleinen Trendarm drin, das heißt, man könnte jetzt hier Long gehen zum Marktpreis und den Stop-Loss unter das letzte markttechnische Verlaufstief legen. Das liegt bei 1,3038. Also Long-Position zum Marktpreis, Stop-Loss hier drunter und dann hoffen, dass er eben hier den übergeordneten Trend auch weiter fortsetzen kann. Wie sieht das im Stundenchart aus, das Ganze? Trend, Korrekturtrend und jetzt sind wir wieder in die übergeordnete Richtung unterwegs. Das heißt, man kann also jetzt hier beispielsweise auch wieder so eine Impulskerze natürlich nutzen und sich hier am Open dieser großen Kerze 1,3201 einstoppen lassen in der Position. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, haben wir da auch noch ein Fibonacci-Retracement drüber liegen irgendwo. 38er ist relativ nah dran. Das heißt, man könnte, wie gesagt, hier Impulskerze kombinieren mit Fibonacci-Retracement und sich hier in diesem Bereich eine Long-Position kaufen, Stop-Loss drunter hier unter das letzte Tief und dann, wie gesagt, hier versuchen, in die nächstgrößere Zeiteinheit hinein das Ganze durchzutraden. Ja, was habe ich noch? Goldpreis. Ist aus verschiedensten Gründen gerade sehr interessant übrigens, der Goldpreis. Erstens, wir haben einen Wochenchart, der ist abwärts gerichtet. Trendig. Wir haben eine langfristige Unterstützung bei 1000 US-Dollar, das heißt, sie ist schon sehr alt, aber sie ist durchaus valide. Das heißt, wir haben hier auch eine psychologisch interessante Marke, die der Markt sicherlich irgendwann sehen möchte. Rohstoffe generell im Abwärtsstrudel, das ganze Segment, die ganze Asset-Klasse, dementsprechend hier Blick auf den Tageschart. Die Situation ist diese. Wir sind weit gelaufen, wir sind an der Unterstützung angekommen und ich würde jetzt an dieser Stelle jeden Schwung nach oben nutzen, um hier eine strategische Short-Position aufzubauen. Mein Short liegt bei 138, das ist das 50er Fibonacci-Retracement, dort kommen die gleitenden Durchschnitte hinzu, dort wäre diese Bewegung korrigiert und es könnte sich, wie gesagt, hier übergeordneter Druck dazu begeben. Zudem, wenn wir Gold saisonal betrachten, ist der Dezember immer ein schlechter Monat. Das heißt, man kann jetzt, wie gesagt, hier November noch mit einer Erholung hoffen, sich einstoppen lassen und im Dezember dann auf den Kursrutsch warten. Auch interessant, die Commitment of Traders Daten sind im Moment so, dass eben sehr viele Trader long sind im Gold, der Kurs aber nicht nach oben geht, dementsprechend hier wieder mit rechnen müssen, dass die Positionen wieder zurück an den Markt gegeben werden. Order liegt bei 11,38.
Stop-Loss liegt bei 11,92 über dem letzten Hoch im Tageschart. Take-Profit liegt bei genau 1000. Das Risiko sind bei dem Trade jetzt hier ein CV von ungefähr, müsste ich jetzt nochmal kurz nachschauen, ja, ungefähr 3:1, 2,5:1 mindestens. Ein relativ gutes CV, beziehungsweise ist sogar noch besser. Ja, ist 3:1. Und dementsprechend ein guter Trade. Meine Meinung nach. Ja, damit sind wir jetzt mit den wichtigsten Märkten mal durch. Wenn keine Fragen mehr sind, würde ich an dieser Stelle an den Tristan Bruder rübergeben, der sich aus Sicht der Markttechnik noch ein paar Aktien anschauen wird. Und bin gespannt auf seine Ausführungen. Wenn noch Fragen sein sollten, stellt sie in den Chat. Ansonsten hören wir uns natürlich dann beim nächsten Wochenausblick. Und ich wünsche euch schon mal eine gute Woche. Eberhard schreibt gerade BASF-Aktie als Wunschkandidat. Der Tristan wird sie sich sicherlich auch nochmal angucken. Schauen wir mal kurz drüber auf die BASF-Wochenchart. Das ist noch knapp bullisch. Wir haben hier eine Unterstützung, eine sehr starke bei 65,95. 1, 2, 3, 4 mal getestet. Dementsprechend ist der Wochenchart gleich mal auf Deutsch neutral. Die gleiten durch den Laufen von links nach rechts, zeigen uns eine Trendwendungsphase an. Ich würde aber eher Long als Short gehen in dieser Aktie. Tageschart ist auch genauso wie hier schon der Wochenchart auf der Neutralstellung. Wir sind genau an der EMA 200er Linie, sind also etwas schwächer als der DAX hier. Ich würde also nicht diese Aktie kaufen, die eine relative Schwäche gegenüber der Benchmark hat. Ich würde sie also nicht überbewerten hier. Wir haben starke Widerstände aus Sicht von Fibonacci vor uns. Dementsprechend kein Kaufkandidat aus unserer Sicht, weil einfach hier die 200-Tage-Linie noch im Weg steht und wir hier wichtige Fibonacci-Widerstände vor uns haben. Wiebert schreibt, wenn man sie hat, hat man ein Problem. Ja, ich sag mal so, der Wochenchart spricht ja im Moment nichts Schlechtes. Das heißt, wir haben ja hier, wie gesagt, eine starke Unterstützung gefunden. Aber wenn der Wochenschluss unter der 66-Euro-Marke hier irgendwann stattfindet, dann würde ich die Position verwerfen. Solange wir hier drüber bleiben, kann man auch davon ausgehen, dass sich die Aktie vielleicht mit der Jahresendrally natürlich auch nochmal etwas zum DAX angleicht. Kaufen würde ich sie nicht. Ja, ansonsten trotzdem viel Erfolg, Eberhard, mit dieser Aktie. Okay, Tristan, dann würde ich an dich übergeben. Der Frank hat sich hier noch eine United Internet Aktie gewünscht. Vielleicht kannst du dir die dann nochmal mit angucken. Ansonsten, wie gesagt, soweit erstmal von mir das Ganze. Und ich übergebe an den Tristan, beziehungsweise Tristan, vielleicht kannst du dir die Moderation, ich kann es machen, übergeben. Ja, bin gespannt auf deine Ausführungen. So, danke Christian. Siehst du mich? Hörst du mich? Jo, alles gut. Okay, sehr schön. Ja, dann auch nochmal herzlichen guten Abend von mir aus München. Und wir werden uns jetzt mit den 30 deutschen Aktien im deutschen Aktienindex beschäftigen. Und zwar würde ich zunächst erstmal gerne auf die Aktien eingehen, die wir letzte Woche besprochen haben. Und zwar war ganz oben die Commerzbank aufgrund von möglichen Dividendenzahlungen nach 7 Jahren oder seit 2007 wieder, gab es da einen schönen Impuls in der Woche. Da schauen wir gerade mal, CBK ist das Kürzel. Und da haben wir sie schon. Wir fangen an, wie immer, im größten Zeitfenster im Wochenchart. Da ist natürlich die Commerzbank-Aktie seit Jahren oder seit Monaten im Short-Modus. Wir hatten gesagt, dass man diese Entscheidung der Dividendenzahlung als möglichen Impuls nutzen kann, um eine spekulative Long-Order in dieser Kerze aufzubauen, die ich gerade markiere. Es ist eine wunderschöne trendige Kerze. Auf jede Bewegung muss natürlich eine Korrektur folgen. Die sehen wir aktuell in dieser Woche.
Das soll uns allerdings nicht verschrecken, sondern es generiert Chancen für uns, mit einem geringen Risiko wieder in den Markt hineinzukommen. Aus Sicht des Wochencharts sehen wir hier leider noch übergeordnet einen Abwärtstrend. Allerdings, wir machen einen Frontrun und wollen an die pinke Aufwärtstrendlinie mit einem erstmal korrektiven Aufwärtstrend, der allerdings voll intakt ist und sehr dynamisch vonstatten geht. Dann schauen wir uns das Ganze mal im Tageschart noch an. Da habe ich das schon mal eingezeichnet. Aktuell die korrektive Bewegung im Wochenchart, die ja sehr dynamisch abläuft, sehen wir in der grünen Trendebene einen wunderschönen Aufwärtstrend. Das haben wir hier, hatte ich ja eingezeichnet. Zack, zack, zack. Geht das nach oben. Aktuell sehen wir die Korrektur, was uns die Möglichkeit gibt, im Stundenchart jetzt nach High Probability Entries zu suchen mit geringem Risiko. Und ich würde sagen, wir halten uns nicht lange im Tageschart auf, sondern schauen uns das Ganze gleich im Stundenchart an. Und da sehen wir die kleinste Ebene unseres Trendmodells. Wir sehen, übergeordnet war die absolute mittlere Trendebene. Und in der verschachtelt befinden sich die kleinen absoluten Trends. Und dann sehen wir am rechten Ende, der Markt hat einen kleinen Abwärtstrend gebildet, welcher die Korrektur des mittleren absoluten Trends darstellt. Und der Markt versucht schon wieder in die Long-Richtung weiterzulaufen. Das heißt, man könnte quasi jetzt Market bei dem Level von 10,59 Euro einsteigen, legt seine Stops hier unten und geht davon aus, dass der Markt sich in Richtung 12 Euro weiterentwickelt. Wer das Ganze etwas konservativer möchte und ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung hat, der könnte seine Buy-Order über das Hoch legen. So, schauen wir mal, wo sich das Hoch befindet. Na, das haben wir hier bei 10,84 Euro könnten wir eine Kauforder in den Markt legen und dann einfach dementsprechend nach den Regeln der Markttechnik den Stop hierher oder wer es noch konservativer mag, hier unten, um einfach so lange wie möglich im Trend zu bleiben. Wie gesagt, das Kursziel bleibt das gleiche bei ca. 12 Euro oder höher. Aber ich würde sagen, da lassen wir uns überraschen, was die nächste Woche bringt. So, dann haben wir die Commerzbank abgehakt. Wir hatten noch auf dem Radar die E.ON-Aktie. Schauen wir gerade, wo die sich befindet in der Liste. Da, EOAN. Das ist das Kürzel der E.ON-Aktie. Im Wochenchart befindet sich die E.ON-Aktie definitiv in einem wunderschönen Abwärtstrend. Wir haben einen eindeutigen Punkt 2, einen korrektiven Punkt 3 und einen neuen möglichen Punkt 2. Dieser Punkt 2 ist noch nicht bestätigt, deswegen bekommt er ein Fragezeichen, da die Bewegung des pinken Trends noch voll im Takt ist, also noch voll am Laufen ist. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns gleich mal den letzten Arm hier im Tageschart genauer an. So. Dafür gehen wir einmal in den Tageschart. Wir sehen, ich zeichne es kurz ein, dieses ganze Stück ist die Bewegung aus dem Wochenchart. Das ist quasi jetzt unsere Richtungsebene, unsere Großwetterlage oder unsere absolute mittlere Trendebene. Man sieht eindeutig, dass sie sich im Short-Modus befindet.
Hier haben wir einen Punkt 2, dann den Punkt 3 ausgebildet. Dieser wurde bestätigt bei dem Durchbruch durch den letzten großen Punkt 2. Hier gab es den Punkt 9, Punkt 2. Und aktuell sind wir in einer sehr interessanten Situation, da die Korrektur schon relativ weit gelaufen ist und wir kurz davor sind, einen möglichen 9.3 zu bestätigen. Um das genauer zu sehen, was da jetzt innen drinne passiert und wie ein mögliches Entry-Signal ausschaut, schauen wir uns das Ganze einmal im Stundenchart an. Also, die Richtung ist definitiv Short in der E.ON-Aktie. Das heißt, es hat sich ein bisschen was geändert. Wir sind jetzt in der E.ON-Aktie komplett Short. Vor ein, zwei Wochen waren wir noch so mittelmäßig Long-Short orientiert. Allerdings hat sich das geändert. So, dann schauen wir uns das letzte Stückchen im Stundenchart an. So, hole ich mir kurz den Stift rein. Die korrektive Aufwärtsbewegung aus dem Tageschart ist im Stundenchart das Stück, was ich gerade markiert habe. Wenn wir das so sehen, dann sehen wir, dass der Markt schon eine leichte Abwärtstendenz an der rechten Seite des Charts ausbildet, was ein kleinerer Trend in einer tieferen Zeiteinheit ist. Wir sehen, dass sich hier eine nächstgrößere Struktur bildet, welche die gleiche Richtung anstrebt. Und wir haben noch eine größere Struktur, die da drüber liegt. Also haben wir im Endeffekt drei Trends, die sich ineinander schieben in Richtung der Short-Richtung. Das heißt, wer aggressiv agiert, jetzt habe ich das Bild verschoben, der könnte, ich nehme es einfach mal raus, also wer aggressiv unterwegs ist, geht Market hier bei 9,46 Euro in den Markt, legt seinen Stop über die 9,85 Euro circa und hofft darauf oder spekuliert darauf, dass die Stops oder die Tiefpunkte der anderen Trends durchhandelt werden, also dass quasi ein Abverkauf stattfindet. Wer es etwas ruhiger mag, der wählt die anderen Trendgrößen und legt dementsprechend seine Stops auf die entsprechenden letzten Dreierpunkte. Also, wir sind quasi in der E.ON-Aktie definitiv short. Mit den passenden Stops sollte ein Kursziel bei 7,10 Euro realistisch sein. So. So viel zu E.ON. Dann schauen wir uns die Fresenius Medical an. Die hatten wir durch einen Webinar-Zuschauer auf den Radar bekommen und wollen mal gucken, wie sich das gute Stück entwickelt hat. Wir gucken uns zuerst wieder das große Bild an. Also unser absolut großer Trend ist definitiv long. Das kann man quasi gar nicht bestreiten. Wir hatten hier den Punkt 2, dann kam es zu einer Korrektur, dann kam es mit dem Bruch des Punkts 2 zur Bestätigung des Punkt 3, einer Ausbildung eines neuen Punkt 2, hier eines Punkt 3. Und jetzt ist der Markt in eine wunderschöne Bewegung gegangen. Diese Bewegung ist weit gelaufen, hat sogar schon mal über den großen Punkt 2 des pinken Trends gelunzt. Also schauen wir uns das ganze Bild mal im Tageschart an, weil das ist ein hochattraktives Szenario. So, schmeißen wir kurz alles raus und switchen in den Tageschart. Dann Fresenius Medical Care im Tageschart. Ich zeichne nochmal eben den ganz großen Punkt 2 ein, aus dem pinken Trend natürlich, dass wir das sehen.
Na, jetzt hat's uns alles gezeigt. Eieiei. Egal. Da ist der ganz große Punkt 2 und wir sehen, dass sich im Tageschart ein Aufwärtstrend gebildet hat, der allerdings schon weit über seinen letzten zugehörigen Punkt 2 sich befindet. Also ist der Markt anfällig für eine Korrektur. Und wenn wir an einen großen Punkt 2 heranlaufen, dann ist das im ersten Moment kein Punkt, wo ein Markt direkt durchläuft, sondern es stellt erstmal einen Widerstand dar. Das sehen wir anhand der Kerzen, die wir hier oben auffinden. Wir haben Dochte, dann gab es ein Gap drüber, aber das konnte nicht bestätigt werden. Also der Markt konnte nicht weiterlaufen. Dann sahen wir wieder Dochte, der Markt gab ab, es ging wieder hoch. Also es gab Unsicherheit an diesem Niveau. Und jetzt am ganz rechts sehen wir, dass sich vielleicht doch die Bären durchsetzen und dass die letzte Bewegung des grünen Trends erst einmal korrigiert wird. Das ist nicht schlimm, weil das ist für uns die große Möglichkeit, in einem super schönen Bild von ineinander verschachtelten Trends mit einem geringen Risiko in den Markt hineinzukommen. Und zwar warten wir einfach auf eine Korrektur des grünen Trends. Jetzt machen wir das mal ordentlich hier. Eine Korrektur des grünen Trends im Idealfall in dem Bereich des 50% Retracements. Das weiß man vorher nie, wie weit der Markt geht. Es kann auch weitaus tiefer gehen. Es darf nur nicht unter den letzten Punkt 3 des grünen Trends fallen, weil dann wäre der grüne Trend erst einmal hinfällig. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal im Stundenchart an. Da sehen wir das etwas detaillierter. Im Stundenchart habe ich das noch nicht eingemalt. Ich mache das einfach mal mit meinem Stift. Ich suche mir mal die passende Farbe für die Trendebene. Unsere Trendebene im Stundenchart malen wir mal blau ein. Da haben wir hier einen wunderschönen Aufwärtstrend gesehen mit Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dann kam es zu einem Bruch der Aufwärtsbewegungswelle. Dann gab es einen Abwärtstrend. Es gab quasi eine Korrekturwelle. Und dann etablierte sich ein neuer blauer Aufwärtstrend. Und als der hier drüber lief, war quasi die nächst übergeordnete Trendebene bestätigt. Also der höhere Trend, den wir den absoluten mittleren Trend und normalerweise grün einzeichnen, bestätigt. Und er lief bis hier hoch, ganz dynamisch und ist jetzt dabei, sich zu drehen. Also wenn er nachhaltig unter die 79,60 € Marke fällt, quasi zack hier runter, dann geht der Markt in die Korrektur des grünen übergeordneten Trends. Und da liegt unsere Chance. Entweder wir legen eine Dreierstaffel auf das 38er, 50er und 61er Fibo, oder wir warten einfach darauf, dass der Markt hier einen neuen Aufwärtstrend bildet in der gleichen Trendgröße. Ganz wichtig. Und wenn, dann steigen wir hier ein. Unser konservativer Stop unter dem letzten möglichen Punkt 3 oder etwas aggressiver unter dem Punkt 3 der blauen Trendebene. Also Fresenius Medical weiterhin auf der Long-Seite. Es heißt nur noch ein bisschen abwarten, bis er an einer schönen Stelle ist für ein Long Entry, um einfach Fehlsignale zu vermeiden. So, dann würde ich gerne auch nochmal die BASF-Aktie angucken, und zwar bas.de. Ist quasi, da wissen wir, dass sie in Deutschland gehandelt wird. Jetzt switchen wir als erstes mal in den Wochenchart.
Wir sehen, wie Christian eben schon gesagt hat, dass der Wochenchart mal kurz unter sein letztes relatives Verlaufstief drunter gedippt ist. Für den Markttechniker würde das heißen, dass der lilane Trend erst einmal unterbrochen ist und wir im Wochenchart aktuell keinen intakten Trend haben. Ich habe vor einiger Zeit erwähnt, dass es unterschiedliche Arten von Korrekturen gibt, und zwar die ganz normale Korrektur, indem es einen Trend ausbildet, und es gibt die Korrekturen, wo der Markt in einer dynamischen Bewegung durch seinen letzten Punkt 3 läuft und dann aber wieder in die reguläre Richtung läuft. Aktuell sehen wir in der BASF-Aktie eine mögliche dynamische Korrektur, die kurz unter den letzten Punkt 3 gedippt ist und jetzt wieder in Richtung Norden laufen kann. Also ist es möglich, dass die Aktie sich jetzt wieder so entwickelt. Erst wenn wir definitiv einen Gegentrend sehen, also wenn die Bewegung quasi hier hoch geht und dann hier runter, dann ist die BASF-Aktie auf dem ganz großen Chartbild short. Aktuell heißt es da einfach abwarten, die Arschbacken zusammenkneifen auf gut Deutsch und unterhalb der 63, 62 sollte man spätestens aus der Aktie rausgehen. Gucken wir uns das nochmal kurz im Tageschart an. Im Tageschart ist intern ein intakter Aufwärtstrend zu sehen. Es ist quasi ein Gegentrendsignal laut Markttechnik. Ich zeichne das kurz zum besseren Verständnis ein. Wir sind von hier oben gekommen. Der Markt ist hier hochgelaufen, hat einen Abwärtstrend gebildet. Dann ist er hochgelaufen in die Korrektur, wollte eine neue Bewegung nach unten starten. Der Verkaufsdruck hat nicht ausgereicht und haben hier einen möglichen Punkt 3 ausgebildet und sind hier hoch und haben somit eine neue 1-2-3 Formation ausgebildet, welche allerdings jetzt schon wieder weit in der Bewegung ist. Also eine mögliche Korrektur steht an, welche bis 72, 71 laufen kann, bevor die Möglichkeit besteht, dass wir Richtung Norden, Richtung 90 Euro durchstarten. Also es ist noch nicht aller Tage Abend, also es ist noch möglich, dass es ein Long-Kandidat wird. So, dann löschen wir eben mal bei der BASF alles aus dem Chart und gucken mal, ob wir die United Internet noch rauskriegen. Gucken, ob ich das finde. Oh, das sieht recht gut aus. So, dann gucken wir uns das Schätzlein mal auf dem langfristigen Chart an. Also ohne, dass ich was einzeichne. Wir sind in einem Aufwärtstrend, der sich schon weit nach oben entwickelt hat. Gucken wir mal, wie weit die Historie geht. Dann gehen wir das Ganze mal durch. Wir hatten hier eine Aufwärtsbewegung. Dann kam es zu einer Korrektur der Bewegung, in dem der Aufwärtstrend gebrochen wurde. Dann bildete sich hier eine neue, lange Aufwärtsbewegung. Wir sind quasi im ganz großen Bild sehr weit in der Bewegung. Wir hatten hier den Punkt 2, einen bestätigten Punkt 3 und hier oben einen möglichen Punkt 2 in der pinken Ebene. Und wir sehen, dass in unserer mittleren Ebene ist der Trend auch schon im Wochenchart sichtbar.
Deswegen zeichne ich den gleich mal im Wochenchart an, weil wir die Menge der Daten nicht im Tageschart schön sehen werden. Deswegen halten wir uns an das Farbschema, was wir immer verwenden. Lila für den ganz großen, dann grün für den mittleren und blau für unsere Signalebene. So, dann sehen wir das hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Dann kurz drüber gegangen, wieder Korrektur. Weit gelaufen, Korrektur. Wieder hoch, Korrektur. Bewegung, ganz tiefe Korrektur. Ganz knapp hat er da nur die letzten Dreierpunkte verfehlt. Und aktuell befindet sich United Internet in dem Bewegungsarm und den schauen wir uns jetzt in der tieferen Zeiteinheit genauer an. Dazu schauen wir mal in den Tagescharts. Da sehen wir hier oben war der letzte Punkt. Das ist jetzt die Bewegung. Wir sind quasi am ganz großen Punkt 2. Wir haben vorhin gesagt, das ist ein erstmal ein Widerstand. Das sehen wir an dem Beispiel recht schön, weil der Markt nicht direkt durchgelaufen ist, sondern er hat seine Probleme, hier oben durch dieses Level zu kommen. Punkt 2. Hier unten haben wir unseren Punkt 3. Und hier entsteht ein möglicher neuer Punkt 2. So. Jetzt zeichnen wir uns noch die kleinere Trendebene ein. Und zwar sehen wir die hier drinnen. Da kann man sich jetzt ein bisschen streiten, wie man das reinzeichnet. Allerdings ein, zwei Abweichungen ändern an dem Gesamtbild, dass alles long ist, nichts. Also es ist definitiv ein Halten angesagt der Aktie, wenn man schon drinnen ist. Oder einfach ein Nachkaufen. Aktuell sind wir in der Korrektur des blauen Trends und wir könnten wieder hier unsere Staffel reinlegen mit Stops hier unten. Oder wer das Ganze als Investor sieht, der legt seine Stops dann hier unten unter den letzten ganz großen Punkt 3 und unsere Kursziele, schauen wir mal an, liegen ja, bei ca. 57 Euro, wenn es gut läuft. Quasi die Tiefe der letzten Korrektur zum Punkt 3 einfach auf das letzte Hoch aufsummiert, ergibt ca. 57 Euro für das Kursziel. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt noch passiert, ist relativ gering. Weil wir haben es mit einem alten Trend zu tun. Das sehen wir im Wochenchart recht gut. Er ist schon weit gelaufen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bewegungsabschnitte. Und es ist einfach so, dass wir nicht mehr allzu viel erwarten dürfen. Also, sobald der Kurs unter die 38 Euro fällt, sollte man drüber nachdenken, Teilverkäufe langfristig zu tätigen. Ich zeichne das mal ein. Also unter der Marke bei 38 raus aus der Position, weil voraussichtlich wird es dann tiefer runtergehen, weil der pinke Bewegungsarm muss korrigiert werden. Lieber dann später wieder versuchen, mit einem geringen Risiko weit unten reinzukommen. Ja, so viel zu United Internet. Und ich würde gerne noch ganz schnell mal auf die Deutsche Telekom-Aktie von meiner Seite aus schauen. Diese hatte ein sehr schönes Long-Bild gehabt. Wir gehen wieder in den Wochenchart hinein, unsere absolute große Trendebene, und wir sehen, dass wir da eine
wunderschönen, sauberen Aufwärtstrend sehen. Bewegung, Korrektur, dynamische Aufwärtsbewegung. Dann kommt es zu einer Korrektur, wo man schon im Inneren sieht, dass sie ein sehr korrektives Verhalten hat mit großen Überlappungen und so weiter und so fort. Allerdings, das schauen wir uns kurz im Tageschart an. So. Übergeordnet wissen wir, dass wir long gehen. Im Tageschart ist die Deutsche Telekom in einem korrektiven Abwärtstrend gewesen. Dieser wurde durch ein Gegensignal, welches long war, quasi beendet. Also der Kurs ist noch nicht über den letzten Punkt 3 des alten Abwärtstrends gelaufen. Das muss man sich merken. Und wir befinden uns jetzt mit einem neuen Trend noch innerhalb der Korrektur. Das heißt, das Umkehrsignal ist nicht ganz so stark, wie wenn der Markt jetzt quasi direkt durchlaufen würde und dann korrigiert und einen neuen Aufwärtstrend bildet. Allerdings, nein. Wir sehen einen intakten Aufwärtstrend in der grünen Trendebene, ganz wichtig. Unsere Großwetterlage ist long und man sieht erste, naja, Schwächeanzeichen. Das ist gut, weil das stellt eine Korrektur dar und ermöglicht uns im Stundenchart wieder mit einem geringen Risiko in den Markt einzusteigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns das kurz im Stundenchart einfach mal an. Wir sehen, dass wir im mittleren Trend, ich zeichne ihn kurz ein, das war unsere Großwetterlage. Dann die einzelnen Arme bestehen ja wiederum aus Trends, nur in der tieferen Zeiteinheit. Die zeichne ich hier gerade ein. Sehen wir trendiges Verhalten. Wunderschön. Und dann ging es zackig dynamisch nach oben, ohne großartige Trendausbildung in dieser Trendgröße. Aber das ist kein Problem, weil genau das, was bei einer Korrektur der Fall ist, dynamischer Bruch, das geht auch bei einer Bewegung ohne Wenn und Aber. Und jetzt sehen wir hier, dass der Markt wieder eine trendige Korrektur bildet. Und jetzt ist es so, im Endeffekt immer wieder das gleiche Spiel. Wir legen hier unsere Order Limits rein, gedrittelte Position. Der Markt läuft hier rein in seinem Trend. Wir legen unseren Stop hier unten drunter und spekulieren darauf, dass der Markt sich hier hoch entwickelt. Und wir schauen uns das mal lieber im Tageschart an. Und unser Kursziel für diesen Trade, wenn er hier runtergekommen ist, wir steigen mit einem gemittelten Kurs, wenn wir alle Positionen drin haben, bei 16 Euro wird er liegen, sind wir dann ungefähr hier in dem Gebiet. Der Stop liegt hier. Wir ziehen hier hoch und wollen über den ganz großen Punkt 2 in Richtung 18 Euro, 19 Euro. Und dann, wenn wir das erreicht haben, kann man über Teilverkäufe nachdenken. Also Deutsche Telekom ist definitiv long, wird zwar nie wieder so extrem ansteigen, wie es einmal war, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Szenario, finde ich, von meiner Seite her. Also sollte man für diese Woche auf dem Radar behalten, um sich long einzukaufen. So, Christian. Das war es soweit von meiner Seite für deutsche Aktien. Bist du noch da? Oh, ich lese gerade, er musste weg. Ja. Dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank von meiner Seite her. Haben Sie noch soweit Fragen? Ich hoffe, ich kann das jetzt im Chatprotokoll lesen. Okay, ich sehe soweit keine weiteren Fragen. Falls noch Fragen sind oder Wunschanalysen anstehen, bitte einfach an die E-Mail-Adresse von vorhin, info@trading.com.
www.chat-das.de schicken. Wir beantworten sie gerne auf charttechnische Weise, auf markttechnische Weise. Wir sind ja gut ausgerüstet. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend und good trades.